Nächster Versuch. Ich bin im Talumhang. Okay, kann ich hier oben durch? Ich kann. Ich glaube sogar, es ist der richtige Weg. Das sind nämlich schöne Diffusion-Beam-Blöcke. Hier können wir erstmal wieder raus. Dass es nichts bringt. Super. Und aufs Glück haben wir jetzt hier einen Checkpoint erhalten. Ah, nee. Nee. Hier sind wir ganz falsch. Jetzt habe ich etwas wenig Energie. Das stört mich ein bisschen. Wie viel Strom? Haben wir auch hier ein Duschwaggegart. Gut. Und hier ist es eine Frostkammer. Hm? Jo, deutlich. Da wollen wir nicht durch. Auch hier können wir uns mal aufladen. Wieso nicht? Wenn es eben gut aufgepasst hat, hat eine Missiltür gesehen. Genau hier. Ach. Gott. Wo kommen wir denn hier? Die Bombe. Gute alte Bombe. In früheren Spielen immer bekommen, kurz nach dem Morphball. Bomben kannst du finden, wenn du die Form eines Morphballs angenommen hast. Drücke Morphball-Form Y, um eine Bombe einzusetzen. Bomben können Feinde eliminieren, Bombenblocks zerstören oder verborgene Blocks freilegen. So. Die Explosion schreitet Samus in Morphball-Form in die Luft. Samus kann mit einer Bombenexplosion auch Morphball-Werfer aktivieren. Jo. Das sind wir hier gefangen. Weil wir die Bomben benutzen sollen, um den Weg zur Nacht herauszufinden. Der witzigerweise unter uns versteckt ist, wie unerwartet. Die Missiles nehmen wir mit. Und hier ist einer dieser Morphball-Werfer. Finde ich ziemlich cool eigentlich, wie so ein Murmelsystem. Ne? So eine Murmelbahn. Die haben immer schon Stil gehabt, die Teile. Und weiter runter. Was bist du? Scheinbar tot. Gut. Dann brauchen wir uns ja nicht um die Dinger da zu kümmern, was auch immer das ist. Ah, eine Speicherstation, die mir sehr gerufen kommt. Wie gerufen vor allem. Außerordentlich gerufen. Gerade nach dem Emmy. Hm. Ah. Schau mal, ja, guck. Mehr Missiles. Ist vielleicht nebendran noch mehr? Hier an der Seite? Nö. Okay. Dann geht's weiter in den nächsten Morphball-Werfer. Und nach rechts. In die Emmy-Zone, natürlich. Ich fühle mich außerhalb dieser Zone ziemlich gut.
ausgewichen. Like a champ. Sind wir hier richtig? Ich nehme an, ja. Da wir leicht dahin kamen, muss es passen. Wo geht's jetzt hin? Nach links rüber nach Burinia. Gut. Türen schließen automatisch. Schau uns doch mal Burinia an. Oh, die haben einen ziemlichen Sog. Da ist ein Krupp wahrscheinlich. Ah, Energietank. Ich will das Ding haben. Gut, dann will ich das noch nicht haben. Aber auf jeden Fall haben wir hier Wasser. Könnte ein Zeichen sein. Ob wir jetzt schon den Gravity Suit erhalten, das zweifle ich doch mal an. Das bezweifle ich ganz stark. Gucken wir jetzt hier oben noch was. Nichts für aktuell, ne? Ah! Ui. Das ist groß. Da kommen wir auch nicht durch. Interessant, trotz allem. Daten werden hochgeladen. Die unteren Ebenen von Urania sind größtenteils überschwemmt. Du wirst einen Gravity-Suit benötigen, um dich dort so effizient wie möglich fortzubewegen. Ja, das dachte ich mir schon. Fähigkeiten wie der Gravity-Beam oder der Space-Stream können dir dabei helfen, dich unter Wasser fortzubewegen. Versuche, sie so schnell wie möglich zu erlangen. Okay, Gravity-Beam als nächstes dann, hm? Die werden wir auf jeden Fall holen, wenn es ihn gibt. Oh Gott. Die kleinen Dinger haben gerade eine Menge Schaden gemacht. Da kommen wir nicht oben durch, ne? Oh, die Aussicht, die Aussicht. Hübsch. Ah, Moment, da war doch was. Können wir derzeit nichts so machen. Nö. Da können wir nicht vorbei. Dann klettern wir mal hier entlang. Und erhalten einen weiteren Missile-Container. Wunderschön. Weiter runter, weiter runter ins Nass. Schöne Atmosphäre hier. Hm. Da komme ich nicht einfach so durch, ja? Und da wohl auch nicht ran. Okay.
Wir speichern. Sollen wir einen langen, langen Weg auf uns nehmen? Hm? Das scheint ganz so zu sein. Das Vieh muss wahrscheinlich erstmal weg. Oh, da habe ich eben was Schönes gesehen. Ich meine, es war einer dieser 10 plus Container. Plus 10 bis 2 Container, ja. Schade. Hm? Ja. Vielleicht bekommen wir ihn später noch. Die Tür führt uns wohin? Da hoch, okay. Interessant. Einmal im Kreis zu laufen macht auch viel Sinn. Hallo, Miss Altür. Nächster Boss, hm? Oder auch nicht, es gibt nur den Würfel. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Wundervoll. Wir erhalten den Flash Shift. Sag das dreimal hintereinander ganz schnell. Flash Shift, Flash Shift, Flash Shift. Klingt richtig schlecht. Mit dieser für den Kampf geeigneten Eon-Fähigkeit kann sich Samus blitzartig über eine bestimmte Distanz nach vorne oder nach hinten bewegen. Halte bei voll aufgeladenem Eon A gedrückt, um den Flash Shift einzuleiten. Neige dann L nach links oder rechts, um dich blitzartig in die entsprechende Richtung zu bewegen. Alternativ kannst du auch A drücken, während du dich mit Hilfe von L bewegst. Diese Fähigkeit ist auch in der Luft einsetzbar. Wenn du direkt mit deinem ersten Flash-Shift jeweils A gedrückt hältst und L zur Seite bewegst, kann Samus direkt bis zu 2 weitere Flash-Shifts ausführen. Der Einsatz eines Flash-Shifts lehrt die Aeon-Anzeige komplett. Die beiden zusätzlichen Flash-Shifts verbrauchen kein Aeon. Das war viel Flash-Shift. Sehr cool. Ja. Jetzt kommen wir auch hier durch, ne? Jo. Cool. Ich habe gleich eine Idee, wo wir den einsetzen können. Hier nämlich. Wir können den Abgrund hinweg und uns hier einen Energietank holen. Yay. Und dann können wir hier durch. Geile Sache das. Das ist ein Missile-Container. Kann ich den holen? Darf ich den holen? Ich könnte hier mal den Block weg kaputt machen. Ach, verbockt. Wenn man schnell genug ist, schafft man das sogar noch. Glaube ich. Hier ist leider gar nichts dafür. Aber dadurch, dass wir jetzt die beiden Öffnungen gesprengt haben, ist das Wasser hier etwas runtergekommen. Wir können also von oben darauf hinab und hier mit dem Flash-Shift nach rechts. Ich nehme an, es ist so gedacht. Ein weiteres Shuttle. Hey. Führt uns das jetzt hin? Zurück nach Dairon. Okay. Werden wir jetzt mit dem Flash Shift weiterkommen können?
Gut. Dairon, wir sind wieder da. Ui, wir sind so da in der Emmy-Zone. Vermutlich müssen wir da gleich hin. Da ist nichts in der Wand. Okay. Dann gerne ohne Gegner. Oh, Wasser. Ja, nicht so doll. Wasser nicht besonders gut in Emissionen. Oh, schlecht. Ich komm doch in den Sack rein. Scheiße. Hätte ich es jemals schaffen können, einmal zu blocken, während ich aufnehme. Nicht einfach so. Ich glaube, so ist man ein bisschen schneller. Ah, hier muss ich rein, ne? Auf alle Fälle ein weiterer Weg. Ich glaube, hier oben irgendwo war das. Ja, weiter rechts oben, okay. Ja, da. Gut. Die nächste Station. Das heißt, wir brauchen gleich wieder ein Power-Up für die Armkanone. Ja, das heißt es. Damit sollten wir auch den Emmy ausschalten können. Hoffe ich doch. Manche Emmy haben nämlich nicht so die besten Bereiche zum Bekämpfen. Und boom! Okay, wo bist du? Wo bin ich? Da ist er. Okay. Ah, nee. Ich hau ab. Folge mir bitte mal. Das ist gut. Das ist relativ gut. Dafür hat's gereicht. Das ist auch in Ordnung. Jetzt kommen wir bitte hinterher. Ich werde mich hinstellen. Lauf da unten lang. Lauf bitte unten lang. Besten Dank. Genau das habe ich gewollt. Der nächste Emmy im Bunde läuft nicht mehr herum in der weiteren Runde. Und wir behalten seine Power. Den Speed Booster. Speed Booster, jawohl. Also ist bekannt und beliebt. Ermöglicht Samus nach kurzer Vorbereitungszeit mit Überschallgeschwindigkeit zu sprinten. Drücke beim Rennen den linken Analogstick nach unten. Ah ne, wir müssen einmal drücken, also press den Button, ne? Um den Speed Booster einsatzbereit zu machen. Nachdem du noch etwas weitergelaufen bist, wird der Speed Booster aktiviert. Solange er aktiviert ist, fügt Samus bei Kontakt den Gegnern Schaden zu und kann Speed Booster Blöcke zerstören. Bei aktivierten Speed Booster kann Samus sich auch mit Hilfe eines Shine-Spark in eine bestimmte Richtung katapultieren. Bewege den anliegenden Luftstick bei aktiviertem Speed Booster nach unten, um einen Shine-Spark vorzubereiten. Sobald er bereit ist, aktiviere mit B, bevor du
den linken Analogstick in die Richtung neigst, die Samus geschleudert werden soll. Hint, das geht auch in der Luft, aber das musst du wirklich beherrschen. Ich habe es noch nicht so ganz raus, wie es funktioniert, aber es geht. Jedenfalls ist hier schon mal die Türe dicht. Gut. Da müssen wir durch. Und es gibt es hier eine Energieeinheit mehr. 3 von 4 damit. Okay. Wenn ich jetzt was gut anstelle, sieht es auch doch schick aus. Sauber. Ein weiterer ist ein Plus-Container.